Dann habe ich mal ganz einfach gesagt, ich könnte da über eigentlich ein Buch drüber schreiben. Nicht? Ich könnte ein Buch drüber schreiben über auch Tore, aber Tore wäre eben nur ein Teil, ein ganz winziger Teil meiner Lebensgeschichte. Und um das mal wirklich vor dem Vergessen zu bewahren, sind die 2 Tage für mich, die ersten beiden, so signifikant gewesen, dass ich gesagt habe, man muss sie einfach mal dokumentiert haben, damit man das versteht, was der Kretschmer eigentlich, der bis zum Schluss ja fast Direktor war dort, was das für ein Schwein war. Was das für ein pervers, abartiger Mensch war. Um das nicht kaputt werden zu lassen. Also man kann es zerreden hinterher nicht. Man hört ja heute schon viel, wo gesagt wird dann, naja, kommt mal, Freunde, so wird's. Nee, 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 andersrum geht's. Die Abartigkeit dieses Systems ist bis heute noch gar nicht dokumentiert. Also das wird hier deutlich mit dem Saubermachen zum Beispiel. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit Ihren Händen Fliesen schrubben, bis Sie schneeweiß sind, nur mit den Händen, bis hier alles blutig ist und hier nichts mehr geht und Sie streuen sich freiwillig Atter da drauf, weil der Flur noch nicht, können Sie sich mal verstehen, wie weit man vom menschlichen Dasein eigentlich schon entrückt ist, nicht? Also dass man, weil welche Schwelle man dort übertreten muss, um zu sagen, ich mache das, weil die Angst vor der Repressalie hinterher viel enormer ist, nicht? Ich kriegte von meinen Eltern im Paket eine papyrusfarbene Schlaghose geschickt. Oh, war ich stolz wie ein Gockel. Ich bin rumstolziert und habe mich gefreut. Und dann kommen wir abends vom Essen, die Mädchen haben geguckt. Oh, hat der wieder gut aus. Und ich wirklich, ich war höchsten Glücks, Schuhe putzen. Sitzen wir draußen, ich war dann in der Reihe, da wurden 2 Kästen hingestellt, da gab es dann auch Jugendliche, die haben die hingestellt, die mussten hinstellen. Und dann jeder schwarze Schuhe und dann wurde Schuhe geputzt. In den Sachen nicht. Was passiert natürlich? Norbert Zwalina, der Name geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, weil der Auslöser für dieses Teil dort war. Dem gefiel meine weiße Schlachthose so sehr, dass er dann einen Bengel anstiftete, mir doch mal einen schwarzen Streifen darauf zu machen. Und der neben mir sitzt, dieser kleine, das war ein kleines Würmlein eigentlich, normal nicht zu beachten, überhaupt nicht reinzunehmen, dass der mir was tut. Aber was macht er? Der nimmt aus der Schuhcreme einfach so aus Gnatz, nimmt da die schwarze Bürste und zieht mir die über die Hose zur Seite rüber. Und ich habe meine nagelneue weiße Hose, die ist gerade mit einem riesen schwarzen Streifen schwarzer Schuhcreme versaut. Und dieser Streifen, der ging dort nie wieder raus. Das war amtlich wie das Amen der Kirche. Und ich springe hoch und ja, das war eben so. Ich habe den Bengel genommen, nicht? Ich habe den genommen, ich war, du bist war verrückt oder ich Drecksau oder was. Und dann gab es schon Schubsen und alles. Und dieser Norbert Zwalliner, der das angestiftet hatte, das kam dann nämlich schlagartig raus. Der hatte da drauf gelauert, dass da irgend so ein Gemängel passiert und kommt dann dahin. Und der steht unter meinem Schutz, so war das Anmachen, nicht? Also wenn jemand in dieses Gebiet von einem anderen eindringt, nicht? Und das war so, ich hätte es ja auch ahnen können, aber ich habe mich eben damit so nicht beschäftigt, aber es war so. Der steht unter meinem Schutz, was heißen soll, jetzt kommt es da zu einem Kampf. Das war offiziell, alle wussten davon, nur ich wusste nichts davon. Das ist Tatsache. Sofort war eine Gruppenbildung, alle guckten, wer legt nun wen um, nicht? Und dann der Ralf, weil das wussten sie eben nicht, dass ich da eben eine knallharte Vorbildung hatte, wie das geht, nicht so, und das war natürlich gefährlich. Das war das wirklich einmalig, wo ich innerhalb von Sekunden, und das war eben nicht mehr rückgängig zu machen, als der sich vor mir aufbaut, und das war klar, weil alle guckten, was passiert, ich habe es registriert, alle lauern, jetzt kommt's, und ich wusste, ich war gar nicht mehr in der Situation zu entscheiden. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich bis Ende Hummelzeit als Arsch durchgegangen, ich wäre nie wieder auf meine 2 Füße gekommen. Also war die Reaktion nur eins. Zwalina umlegen, dann war das Ding Geschichte. Eigentlich kenne ich es, wo ich hinhauen muss. Irgendwo zieht der Heinrich seine Nase nicht richtig ein und ich hau ihm das Nasenbein weg. Nicht, ja, unglücklich komme ich hier unten hin, wo ich ihm hätte eigentlich nichts getan, außer dass er K.O. gewesen wäre. Hau ihm hier oben das Nasenbein weg und dann war es passiert. Nicht. Mitkommen. Wusste, dass es nach Torgau geht. Nicht. War der Gang, war klar. Rein in Wartburg, grauer Wartburg. 3 Stunden später, Torgau. Da war ich dann. X plus 0 stand ich dann auf dem Hof. Da waren in meinen Turnschuhen nicht mal die Schnürsenkel drinnen, nichts. Sondern ich stand da an einem wunderschönen Septembertag, stand ich bei blauem Himmel auf dem Hof, den ich überblickt habe. Boah, ich denke, alles Schotter. Oh, wo sind wir denn hier? Zäune, Gitter, also Mauern. Das kam alles so schnell und dann brüllte dieser riesen Fleischback da schon. Laufen! Nicht, und ich wusste gar nicht, wo ich laufen sollte, weil, ja, wo ich hätte da hinlaufen. An der Wand lang und dann bin ich dann da irgendwo erstmal losgestolpert. So ganz genüsslich, denke ich, na, irgendwas wird er mir schon weiter erzählen, nicht? Und dann
ging das los, so 5, 6 Runden. Denke ich, nein, nun wird er irgendwo mal so sein Thema kriegen, dass er dann zu mir kommt oder was wollt oder irgendwas muss er ja nun wollen. Nicht, ja, dann fing aber die Pumpe langsam an zu rasseln, er macht ja gar keine Anstalten von wegen, dass da irgendwo dann er mal aufhört, sondern, oder was, das soll er überhaupt nicht. Und das hatte ich dann so nicht geahnt, was dann kam. Nicht dann Liegestütz. Die Worte werde ich nie vergessen. Ich habe da immer noch gedacht, das ist alles Gaudi, alles Spaß. Ich denke, ach, wer weiß, was das hier wird. Die wollen dir nur Angst machen. Was dann kam, war natürlich nicht Angst machen, sondern das war dann schon brachiale Gewalt. Das war abartig, sage ich mal, also von der körperlichen Züchtigung her, wo ich gesagt habe, das geht normal überhaupt nicht. Hat aber nichts mit der Züchtigung im Heim zu tun, nicht in diesem Sonderheim, weil das eine ganz andere Schiene war. Sie ist auch mental oder sie ist auch physisch ganz anders, psychisch ganz anders aufgebaut gewesen. Hier war ich 16, ich konnte zumindest 2, 3 Sachen erstmal klar und deutlich realisieren. Körperlicher Schmerz war mir nicht ganz unbekannt, sage ich mal so. In dem Heim war das auch über mich hereinbrechend unvorbereitet, dass diese Gewalt an menschlichen Wesen möglich ist. Also, dass Erwachsene wissentlich ihre körperliche Überlegenheit so ausnutzen können gegenüber Kindern eigentlich nicht. Also, wenn ich sage, 12 Jahre ist mein Kind, dann ist das Kind nicht. Also, man kann da nicht was reininterpretieren und sagen, naja, aber du warst ein Ganovenkind oder was nicht. Das geht nicht. Kind ist Kind. Und das war insofern dann was anderes nicht. Also, was dann kam, der hat innerhalb von einer Stunde hat der das geschafft, dass ich angefangen habe zu überlegen, dass ich hätte dem Norbert Zwalliner lieber nicht ihn auf die Nase gekloppt hätte, sondern lieber den Weg gegangen wäre, dass ich noch 3 Monate der letzte Arsch in Hummels hängen geblieben wäre und dann in Ruhe entlassen worden wäre. Das hat er geschafft, dass ich in einer Stunde das alles durch meinen Gehirnkasten dort schickte, während ich immer noch fleißig beim Liegestützen und beim Laufen oder beim Springen nachher war. Das ist völlig egal gewesen, was, weil er hatte sich da eingerichtet. Zwischenzeitlich holte er sich dann einen Stuhl raus, setzte sich da mitten in den Hof rein. Während ich da meine Runden drehte und lief und lief und das ging schon nicht mehr, weil die Füße waren schon blutig, ich hatte keine Schnürsenkel drin, die sind draußen gewesen. Das schlappte alles, war alles blutig, es waren nagelneue Turnschuhe, die hatten hinten schon richtig Blasen gemacht. Nicht ein Bläschen, sondern Blasen hier, lief das Blut schon raus, das war mir dann schon egal. Die Hände waren blutig vom Liegestützen hin rein in den Dreck. Ich sah aus wie eine Sau. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ich war schwarz. Das war Kohlendreck, der da rumlag oder so. Und ich war kein Mensch mehr. Ich kriegte weder das Bein hoch zum Laufen, noch kriegte ich die Arme hoch, noch zum Strecksprung. Und der hat da Wert drauf gelegt. Der Strecksprung geht. Sie springen in die Luft, die Arme voran und sie plumpsen nicht wie ein Sack. Ich will dort Haltung sehen. Also diese ganzen Sprüche, die habe ich heute noch so drin. Und ich bin gelaufen und dann sagte der, und jetzt nehmen Sie bitte die Eskaladierwand mit. Das war der Eindruck, als ich auf den Hof kam. Oh, die haben ja eine Eskaladierwand, die haben eine Sturmbahn. Und mit jeder Runde mussten sie ja daran vorbei. Also außen an der Mauer, die war genau dieser Durchlauf, dass sie dort den Laufweg hatten, war und dann kam die Sturmbahn gleich daneben. Ich konnte also genau dieses Kriechhindernis, Sprunghindernis, den Balken und die Wippe, das war jede Runde. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich den Tag gemacht habe. Und dann sagt der, und jetzt die Wand. Und ich denke, das kann der nicht meinen. Ich bin so schon nicht mehr hochgekommen beim Springen. Und der brüllte dann, über die Wand! Und beim ersten Mal klappte das noch. Also das heißt, es klappte noch. Ich bin noch da hoch, habe mich da rüber und das ging noch. Und ha, denke ich, du schaffst mich nicht. Und beim zweiten Mal auf Klatsch gegen die Wand, das ging nicht mehr. Es ging gar nicht mehr. Der Ansatz, dass ich da hochkomme, die ist 2,50 Meter oder was, oder 2,20 Meter, wenn man nicht übertreiben, also dass man sie mit der Hand so fassen kann, nicht. Aber es ging nicht mehr. Ich bin da gegen die Wand geklatscht, buff, ran, dann bin ich einfach da liegen geblieben. Da denke ich, so, geistig voll da, nicht? Geistig voll da. Aber körperlich völlig schon kaputt. Und dabei war noch Vormittag. Also es war noch nicht mal Mittag. Also geistig noch da. Und ich denke so, jetzt trickse ich dich aus, mein Freund. Ich bin da liegen geblieben. Denke ich, jetzt wird er ein Einsehen haben. Oh, weil ich hätte das nicht zu Ende denken sollen. Nicht, er kam und da greift er mich am Arm. Zipp, oder an dem war es. Greift mich ran. Da dreht er zu. Oh, ich denke, du Scheiße, und was? Ich habe gestanden, da sagt er, das geht doch. Und jetzt rüber. Und dann kam der Schlüssel. Boah, dieser Scheiß Metallschlüssel hinterher. Ich wusste gar nicht, was mir mehr wehtut. Ob der Schlüssel wehtat oder ob ich frontal gegen das Brett geknallt bin. Und nochmal, ich denke, das geht alles nicht. Es war also so, in Minuten war meine Welt kaputt. Also ich habe gedacht, bloß noch, Weber, hier ist zu Ende. Ich gucke so nach oben, die Sonne stand zwar tief, aber ich wusste genau, sie steht noch nicht über der Mitte. Also ich wusste irgendwo, das war noch nicht mal Nachmittag. Ich denke, Weber, gut,
Die Beine während dem Überlegen gingen dann schon von alleine. Das tat zwar alles weh, aber das war dann ins Unterbewusstsein abgeglitten, dass das alles Schmerz ist. Ich lief dann weiter, weil nur so konnte ich auch der körperlichen Züchtigung umgehen. Also der Mann, der hat so eine Hände gehabt, der hat sie genommen, genau nicht Fleisch, das hat er nicht gemacht, er hat sie die Haut genommen und die Haut hat er gedreht. Wissen Sie, wie das wehtut, wenn Sie hier oben hinten sich ein Stückchen Haut nehmen? Da brauchen Sie, greifen Sie mal selber zu und versuchen, das mal nur doll zu fassen und dann drehen Sie das mal noch rum. Das wusste er ganz genau, oder? Der hat eben mit dem Schlüssel geschlagen und das ist so eine Sache, die habe ich, auch, das ist eine schmerzliche, wirklich Erinnerung, die ich auch den Schmerz genau zuordnen kann. Also wenn Sie mir mit einem Schlüssel heute auf dem Hintern hauen, mit so einem Schlüssel, ich würde so, also ich würde den Schlag auf den Hintern eher spüren, als er ankommen würde. Das ist, hat sich so eingebrannt. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wenn so ein Metallschlüssel in der Länge auf einer Rolle, der wiegt bestimmt nicht viel. Ich nehme mal an 250 Gramm vielleicht, auf eine Rolle in Schwung gesetzt, wenn der mit dem Bart unten, der hat so einen Bart, wenn der sie trifft an der richtigen Stelle. Und das ist zum Beispiel ein Teil, was ich sage, dafür gehört der Kretschmer heute noch erschossen. Sie haben in die Geschlechtsteile geschlagen. Nicht? Also mit Absicht. Wenn sie an die Wand sich stellen mussten, Arm und Hände breit, haben die mit dem Schlüssel durch die Schenkel ihnen mit Absicht ins Geschlechtsteil geschlagen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Der Entengang, sie nehmen beide Hände hinter den Kopf. Sie haben also keine Gleichgewichtsmöglichkeit mehr, also keine Balancemöglichkeit mehr. Sie begeben sich in die Hocke und laufen in der Hocke, die Hände hinterm Kopf verschränkt, im gehockten Gang über den Flur. Eine Runde, wenn wir sagen 30 Meter, sind also hin und zurück 60 Meter. Wenn wir sagen, ein normaler Mensch, man könnte das mal probieren, nehme ich jetzt mal an, ohne zu prusten und zu schnaufen, schafft ein Mensch ungeübt, schafft er das ungefähr 20 Meter. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass alleine schon eine Runde gereicht hat, um dort an die Grenze zu kommen, vielleicht der Fortbewegung im Entengang, dann können Sie sich vorstellen, wenn das zum Schluss mal eine Stunde lang gemacht wurde, wie der Flur da ausgesehen hat, nicht wegen der Stunde, sondern weil natürlich die Füße dementsprechend bleiern wurden. Und sie haben diese Schuhe mit schwarzer Schuhcreme geschmiert, nur noch geschliffen. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie das auf jeder Fliese einmal durch haben, und das war genau einteilbar, es wurde am äußeren Rand angefangen und war der schwarz genug, hat man sich nach drinnen vorgearbeitet, bis man in der Mitte zum Schluss einmal hoch und runter ist und dann war der Flur schwarz. Nur geholfen hat das Adda. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie Adda auf die Bürste drauf machen und dann anfangen, auf dieser Stelle rumzuschrubbern, die da schwarz ist, werden Sie feststellen, wenn Sie es tatsächlich machen, dass die Bürste mit dem Adda drauf Ihnen überhaupt nicht hilft. Dieser Strich wird vielleicht etwas blasser, aber deswegen ist er noch nach wie vor da. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Flur danach schneeweiß war, wenn wir den sauber gemacht hatten, steht die Frage im Raum, wie haben Sie es denn gemacht? Und das war das Kapitel, was natürlich alle gewollt haben. Sie haben es forciert, sie haben es als Legende groß werden lassen. Dort wurde dann das Adda auf die Innenseiten der Handflächen gemacht. Dann wurde das Adda einmal so drüber geschrieben und dann fing man mit Adda oder man hat das Adda einfach dann auf die Fliesen drauf gemacht und dann hat man mit kreisenden Bewegungen und nur mit den Händen die Fliesen weiß geschrubbt. Man hat diese Fliesen mit den blanken Händen weiß geschrubbt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, nach einer Stunde oder nach einer Viertelstunde, wenn Sie einen Hammerstiel mal in die Hand nehmen und Sie haben nach 10 Mal mit dem Hammerstiel irgendwo draufschlagen, hier in der Hand schon eine kleine Blase, können Sie sich ungefähr ausrechnen, oder Sie nehmen ein Messer und schneiden mal Kartoffeln, wenn Sie das ungünstig haben, sind mental schlecht drauf. Wenn Sie viel schälen, haben Sie eventuell hier oder da schon mal eine Blase. Wenn Sie sich vorstellen, dass so eine Flurschrubbung, so eine Generalüberholung dort gedauert hat, na sage ich mal, 2 Stunden oder eine Stunde, wenn Sie eine Stunde lang mit den Händen ständig kreisend mit Atta vermengt dort auf diesem Ding rumraspeln, können Sie sich vorstellen, wenn hier nicht Hornhaut mehr drauf ist, was ist dann? Da ist hinterher fast das blanke Fleisch zu sehen gewesen. Und das ist die zweite Sache, die ich erlebt habe, die mir zum Schluss in Erinnerung so bleiben wird bis an mein Lebensende. Ich habe zum Schluss die Hände nicht mehr krumm oder gerade gekriegt. Ich habe nachweislich der Narben, die hier noch auf meinen Außenhänden sind, habe ich zum Schluss die Fugen, damit ich die Fugen kriege, mit den Handballen hier gemacht, was ja überhaupt noch unten war, weil hier innen drinne waren die Finger, dass sie den, das konnten sie alles nicht mehr machen. Habe ich praktisch selbst die Außenflächen benutzt, um weiterzuschrubben. Das ist eigentlich nicht machbar gewesen. Und wenn Sie sagen, das geht nicht, es ist machbar gewesen. Der Flur ist immer schneeweiß gewesen. Es ist eine
Vorzeigemeile des Herrn Kretschmer gewesen, für alle, die als Besucher dorthin gekommen sind, zu zeigen, wie weiß der Flur ist. Und er hat sich nicht geschämt zu erklären, wie der denn weiß gemacht wurde. Während bei der Aufnahme in Torgau davon die Rede war, dass der jugendliche Weber als letztes Gruppenmitglied auch so zu behandeln ist und nie in eine Funktion kommen soll, wurde nach genau 14 Tagen dieses Prinzip umgeschubbt und es wurde genau folgend gemacht. Der Weber wurde nach 14 Tagen zum Sportfunktionär ernannt. Das ist so denn der Werdegang gewesen. Das heißt also, ich habe dann die sportlichen Übungen durchzuführen gehabt, wobei ich sie mitmachen musste. Also ich konnte mich da nicht ausklinken, sondern ich musste bloß, ich war der Kommandogeber. Also der Erzieher legte Wert, dass die Jugendliche das selbst war. Also ich, der Kommandogebend, auch bestimmt habe. Wir fangen zum Beispiel mit der 50er-Serie an. Dann hat er, wenn ihm das nicht gefallen hat, hat er eben gesagt, ich möchte 100 hören, dann musste ich ihm natürlich sagen 100. Und genau 14 Tage später bin ich Sportfunktionär und nochmal 14 Tage später oder 3 Wochen bin ich zum Schluss Gruppenerster. Das heißt, Gruppenerster, jetzt habe ich das Kommando da gehabt. Das heißt, also alles, was ich da gemacht habe oder gesagt habe, war gesetzschlagartig. Also das heißt, wenn ich gesagt habe, in den Liegestützfalt, egal wann ich das jetzt wollte, das war Gesetz, das war der Erzieher, das Erzieherkollektiv hat jetzt bewusst genau das, was sie eigentlich mir austreiben wollten, nämlich meine angeblich angedichtete körperliche Aggressivität gegenüber anderen, die haben sie jetzt benutzt, um ihre eigenen Interessen, nämlich bei der Zerstörung der anderen Jugendlichen, die sollte ich jetzt mit einmal ansetzen. Sie wussten, ich schlafe natürlich mit den anderen Jugendlichen da drinnen, dass ich natürlich innerhalb des geschlossenen Schlafraums natürlich sofort der Repressalie ausgesetzt werden könnte, dass die Jugendlichen sich abends zusammentun und dann mir jämmerlich das Fell vergeigen, wenn sie dann dazu in der Lage sind. Und was war natürlich die Lage? Die Lage ist die gewesen, dass sie genau gewusst haben, dass sich das gar keiner traut, von den Jugendlichen den Weber anzufassen, weil der Weber war zu diesem Zeitpunkt ein knallharter Bursche schon. Also ich war eigentlich für solche Art der Erziehungsmaßnahmen überhaupt nicht mehr erreichbar. Also das heißt, da steht mit einmal ein Jugendlicher, der Leistungssport betreiben kann, wovon in dieser Altersgeneration alle träumen. Das heißt, sowas wie Bodybuilding heute, die hier rumrennen und sich ihre Muskeln gegenseitig zeigen und sich einbilden, sind da tolle Hirsche, das hatten sie mit einmal aus dem Jugendlichen da gemacht. Und nun kommt natürlich das, was schizophren ist, was völlig verblödet ist, was dieses gesamte Erziehungssystem DDR sofort in Frage stellt, nämlich genau an dieser Schwelle zurück. Dann stehe ich in Hummelsheim, nachdem ich vorher eine Gefahr für die Jugendlichen in Hummelsheim war, bringt man mich jetzt nach Hummelsheim zurück und stellt mich dann und sagt, so, und jetzt haben wir das potenziert oder was? Also das heißt, was hat man denn nun eigentlich gemacht? Wieso war mit einmal die Gefahr nicht mehr da, die sie mir doch vorher bescheinigt hätten? Hinterher, nach meiner Entlassung aus Togo, spricht keiner mehr von dieser Gefahr, die angeblich von mir ausgegangen ist. Aber doch nicht, weil sie man mir gebrochen hatte, sondern im Gegenteil, man hatte sie potenziert. Das war nicht, überhaupt nicht mehr, ich habe mich vor mir selber gefürchtet. Ich war mit einmal in der Lage, Kraftakte zu vollbringen, von denen Jugendliche in diesem Alter geträumt haben. Ich konnte Machtstärke demonstrieren, wenn ich es wollte. Weil das ist gefährlich. Es wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn meine Tochter da sitzt, wie sie ja heult. Nicht mehr ist rotzelend gewesen. Kann ich mir glauben, wie die anfängt mit Heulen. Ich habe gedacht, sie sagt, ey Papa, du bist doch ein verrücktes Huhn oder was nicht. Und die sitzt ganz still da und fängt mit dem an zu heulen. Da schießen die Tränen raus. Ja, und was nun? Ich bin nicht der Drücker und weiß ich was. Ich versuche dann bloß. Ja, wir wissen es noch nicht, wie sie es aufnimmt, wie sie es nachher verarbeitet. Also vielleicht geht es eben in der Öffentlichkeit nachher anders, nicht? Dass wenn sie, so wie wir haben ja in Dresden auch schon mal so einen Teil gemacht, nicht? Da sitzt dort eine ganze Studentengruppe aus der Dresdner Universität. Da habe ich das ja schon mal gemacht über den ganzen Tag. Da war es natürlich hochinteressant, alles junge erwachsene Leute, also Studenten 20, so in dem Alter, auch ältere Leute schon, nicht? Da habe ich dann das auch genauso Torgau erzählt. Es ging da aber nur um Torgau nicht. Da kann ich das dann frei erzählen und für alle verständlich, nicht? Also das heißt, vielleicht kann man über so einen Weg dann auch die Tochter mal mit einbinden, dass die, da fällt es ihr vielleicht leichter, in ihrem Kollektiv das zu, oder in ihrer Gruppe nachher das zu verstehen, was ich denn da erzähle. Nicht, hier zu Hause, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte.